Hallo, ich zeige euch heute, wie ihr auf eurem Fernsehgerät eine Videodatei abspielen könnt. Bei modernen Fernsehgeräten ist es so, dass ihr einen USB-Stick oder eine Speicherkarte direkt an den Fernseher anschließen könnt. Bei mir ist es nicht so, aber ich hatte das Glück, dass ich an meinen DVB-T-Receiver einen USB-Stick anschließen kann. Hier, das ist mein USB-Stick. So, ja, da drauf ist eine Videodatei und im Prinzip ist es das gleiche, egal ob ihr das über DVB-T-Receiver anschließt oder direkt an dem Fernseher. Ihr geht einfach ins Menü und sucht einfach die Kategorie USB oder Wechseldatenträger. Und ja, bei mir heißt es USB und dann kann ich hier auf Multimedia gehen. Das sind einfach sozusagen ein Ordnerverzeichnis. So, hier habe ich halt Musik, Foto, Film, PVR. Ich muss jetzt, ihr müsst wissen oder ihr könnt auch gucken, wo das gespeichert ist. Bei mir ist es hier gespeichert. Und ja, hier ist die Videodatei, die kann ich jetzt auch ganz normal einfach wiedergeben. Das ist ein Interview von Klitschko und dem anderen Herausforderer. Ja, das kann man sich jetzt einmal ganz schön anschauen. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. Im Prinzip ist es relativ einfach. Wenn ihr einen Fernseher habt, wo ihr einen USB-Stick ranschließen könnt, dann schließt es einfach daran und geht halt über dem Fernsehmenü direkt rein. Ich habe das jetzt über den DVB-T-Receiver gemacht, aber das funktioniert genauso gut. So, danke fürs Zuschauen. Tschüss.